Später wurden beide als Provokateure vom Bezirksgericht Magdeburg zu einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten verurteilt. Dies habe den Hass und die Reaktionen hervorgerufen, was Tina natürlich verstehen konnte. Er hat sein Leben lang eigentlich nur auf die Wiedervereinigung gehofft. Ich finde es bis heute sehr schade, dass er 1986 verstarb und damit weder den Fall der Mauer noch die schlussendliche deutsche Einheit miterleben konnte. Aber er starb nicht unglücklich, denn er konnte den Wandel in seinen letzten Lebensjahren sehen und spüren, berichtet Tina.